5 Schlagwörter gestanden. Reinbeißen, unbarmherzig, mühsam, schwerlich, anstrengend. Oder abgekürzt, Rumba. Besonders der Ellmeier war zufrieden. Ich habe so richtig dieses Tango-Fieber gespürt. Ich gratuliere. Und der hat gesagt, er hätte sich nicht gedacht, dass ich so einen guten Tango hinkriege. Ich kann's nicht. Unser nächster Tanz ist der Rumba. Das ist auch ein sehr gefühlsbetonter, emotionaler Tanz. Stopp! Nö. Wo ist der Stopp, Kitty? Ich bin eigentlich gewohnt beim Tanzen, dass ich hinschaue und es nachtanzen kann. Aber bei dem Tanz war ich plötzlich, Maria, was ist das jetzt? Rück, schließen. Ich bin natürlich ein bisschen strenger geworden, aber ich habe einfach gesehen, wie viel Potenzial noch in ihr steckt. Schließen. Es wird jetzt schwieriger. Dancing Stars, das ist wie, wenn man gemeinsam einen Berg erklimmen will, zu zweit. Ja? Es, entweder man kehrt um oder man geht weiter. Und ich will weitergehen. Also jedes Jammern ist obsolet, sozusagen. Ah, so schwer. Naja, so geht's. Fahr 02, tanze deine Rumba. Brigitte Krähen und Willi Gavalli. Wahnsinn, den Spagat zum Schluss. Gab es den bei der Probe auch schon oder habt ihr den spontan jetzt noch eingebaut? Spontane Kreation. Ich mache spontan einen Spagat zum Schluss. Hat funktioniert. Alle baff mit offenem Mund da gesessen. Wenn du sagst, ein Tanz ist schwer für dich, dann könnte man fast glauben, das ist Fishing for Compliments, weil irgendwie steht ja alles. Was war mit der Rumba los? Ja, ich habe immer schwer dann, weil zum Beispiel beim Scheif kann man so schwindeln. Beim Scheif kann man schwindeln, indem man ein paar Zwischenschritte macht, aber da geht nichts. Und das ist schwer, der Minimalismus ist schwer. Wie war das jetzt beim Tanzen? Jetzt hat sich irgendwann irgendwas zugeflüstert? Irgendwie? Was war da genau? Was ganz geheime Codes hat es da gegeben. Welche Codes habt ihr denn? Schau mich an! Bitte schau mich an! Das ist sehr verschlüsselt, aber wir kommen bestimmt zum Schluss der Sendung drauf, was es heißt. Das dauert bei mir immer ein bisschen länger. Keine Hebefigur dabei, obwohl du Königin der Hebefiguren, unser Flummi, warum keine Hebefigur? Na, jetzt sind wir mehr am Boden jetzt zur Zeit. Wallasch, hast du eine Hebefigur vermisst oder war das so alles fein? Es war eine feine, schöne Rumba. Vielleicht ein bisschen steril, ein bisschen viel zu sehr konzentriert. Das ist
für mich nicht die Brigitte gewesen, die ich lieb. Die Brigitte, die sich einfach hinschmeißt und drauf scheißt, ob der Partner steht oder nicht. Du, das nimm auf, was, Mann, bloß tue ich ihm nichts, weil da bin ich vielleicht schwach oder zu schnell oder zu langsam. Scheiß drauf. Lass das raus, fühle es, spüre es und sei das, was du sowieso bist. Dankeschön, Bollasch. Okay. Brigitte, ich bin ja auch ein großer Fan von deinem Tanzen und ich muss sagen, du bist sicher sehr talentiert für diese Show und du bist sicher die rhythmischste von allen Dancing Stars. Und heute im Rumba habt ihr sehr viel Basic getanzt, was ich auf der einen Seite super finde. Ich finde auch den Spagat am Schluss, du musst deine Geheimwaffe, diese Flexibilität, noch ein bisschen mehr einsetzen, weil damit kannst du total punkten. Mhm. Und Tanzen ist also du bist wirklich super. Hüfte, hättest du jetzt da noch ein bisschen vom Scheif reintun können, aber ich muss sagen, du machst es echt toll. Da kannst du stolz auf dich sein. Danke. Aber du hast viele Fans im Publikum. Als die Nicole gerade gesprochen hat, hat Stefano Bernardin, hallo übrigens, die Massen gezogen. Du warst zufrieden? Sie war die Beste. Sie war die Beste, sagt er. Er hat viele Küsse geschickt an die Brigitte. Ich glaube, das war Unterstützung genug. Dankeschön, Brigitte. Danke, Willi. Und jetzt kommen Sie zu Hause dran, wenn es heißt Unterstützung für Brigitte Krehn und Willi Gabalier. Die können Sie liefern, indem Sie einfach anrufen oder vielleicht eine SMS schicken, wenn Sie mögen. 09010 59 0902. Kitty! Super. Kitty. So, das könntest du eigentlich auch machen. Ich hab Applaus. Jetzt, Gittl, du bist eine der wenigen, die... Also ich hab dich noch nie über irgendwelche Wehwehchen oder Blessuren jammern gehört. Ja. Bist du härter und jammerst weniger oder fällt da wirklich nichts? Nein, ich bin ein Steher, wie man so sagt in Wien. Mir tut schon einiges weh, aber was hilft's denn drüber reden? Entweder ja, es geht oder also es du jammerst nicht. Weniger, aber du bist auch sehr fit, man hat gesehen. Flexibilität, ein Spagat, mein Lieber. Da hab ich meistens einen Zug im Schritt gehabt. Denke mal, hui! Nein, das den kann ich. Muss man aber schon lange üben, das hast du also schon länger drauf. Ja, und immer wenn ich ein Schwipserl hab, dann mache ich einen Spagat. Aha. Den, ja, das ist die schwierigste Übung in der Alkoholiker-Aerobik. Ja. Aber da geht's von allein. Aber du bist ziemlich fit. Wie hältst du dich fit? Nicht fett, fit. Ja. Ja, eigentlich, naja, ich tue Radfahren, ja. Ich habe kein Auto, ich tue viel Radfahren und ja, jeden Tag bin ich mit dem Hund draußen und am Abend schaue ich, dass ich nur Eiweiß esse. Der Chico zieht so stark an der Leine. Yoga? Ich habe was gehört von Yoga. Ja, du ja, dieses Yoga, wo man schwitzt, wo man reinkommt und das ist schon heiß. Das heißt Sauna. Das ist der Yoga. Und du ernährst dich gut, ich meine gesund. Ja, ich koche ganz gern. Du kochst gern? Ja. Du bist eine gute Köchin. Ja. Was ist so dein, sag ich mal, dein Paraderezept oder dein Paradegericht? Das letzte Mal war er mit seiner Freundin da habe ich Lungenbraten mit Serviettenknödel gemacht. War gut, gell? Ja, sehr gut. Mit Creme. Was Lungenbraten mit? Serviettenknödel. Und was für Soße haben wir da? Wurzelrahmsoße. Ja. Mein Gott, na, so gut. Da hast du ihn eingekocht. Naja, kulinarisch halt. Kulinarisch, ja. War die Gerüchte. Freundin dabei. War die Freundin dabei und deiner auch. Ja. Damit es aber klar ist. Ja. So schaut's aus. Genau. So, ja, das eine ist ein Gerücht und das war aber jetzt ein Gericht. Ja. Nein, ein Gericht. Ein Gericht. So. Jetzt zu unserem viergängigen Punktemenü. Vorneweg eine Elmeyer-Speise auf Handkuskus, dann eine Gulaschsuppen, gefolgt von blanchierten Nettbällchen und am Schluss eine Schweizer Mousse au Nicole. Wo bekommst du die Punkte? Bollasch. Du kannst mehr, Brigitte. Diesmal nur 6. Nicole, war gut. 8. Eh gut. Hannes.
7. Hey, danke. Und Thomas, bitte. 8. Danke. Hey. Insgesamt sehr gute 29 Punkte für Brigitte und Willi. 29 Punkte, drittbeste Wertung. Danke. Gratuliere. Ja, danke. Also.